Namaste und herzlich willkommen. In dieser Yoga-Klasse möchte ich mit dir den Fokus auf Stress legen. Das ist etwas, das wir so im Yoga nicht unbedingt machen, denn wir wollen ja im Yoga eher den Fokus weg vom Alltagsstress bringen. Aber trotzdem lohnt es sich, da den Blick mal näher genauer hinzubringen. Stress ist ja etwas, das uns in der Alltagswelt und im Beruf sehr oft begegnet. Die einen von uns haben gerade sehr viel Stress, weil so viele Dinge auf uns einwirken, so viel sich auch verändert, die Aufgaben sich verändern. Da kommt im Beruf, auf Arbeit immer eins zum nächsten. Der eine Termin jagt den anderen, die eine Aufgabe folgt der nächsten. Und am Ende ist das Gefühl da, dass der Tag gar nicht reicht, um alle Aufgaben, die ich habe, zu erledigen. Dann hoffe ich, bindet sich das Gefühl von Stress auch an das Zeitgefühl. Je mehr Stress jemand hat, desto mehr entsteht das Gefühl, dass die Zeit rennt und der Tag gar nicht reicht, um Dinge wirklich zu erledigen. Ja, und die andere von uns, es gibt nichts zu tun, ich bin ausgebremst, dann ist der Tag lang. Ja, dann bringt das den Körper in so einen deaktivierten Zustand und im Laufe der Zeit wird es immer weniger, immer deaktivierter. Und da fehlt dann der Antrieb, Dinge auch mal wieder in Angriff zu nehmen und zu gestalten. Wenn die anderen vielleicht zu viel Antrieb haben und ein bisschen ja, die Reduktion gut tun würde, also sich mal rausnehmen aus dem schnelllebigen Fluss der Aufgabenflut. Und das führt uns zur Frage der Stressbalance. Wie kann ich dann die Pole wieder in einen Einklang bringen? Ja, eine schlechte Stressbalance wäre, sich tagsüber abzuarbeiten und dann abends aus den Socken in das Sofa zu kippen und da ja, einfach umzufallen. Ja, das ist nicht erholsam. Ja, so umkippen, umfallen, das macht schwer ja, und träge. Das ist nicht wirklich erholsam oder heilsam für Körper und Geist. Das ist so ein Koma. Ja, und dann geht es wieder am nächsten Tag irgendwie weiter in das Hamsterrad. Eine gute Stressbalance wäre, diese beiden Pole, Unterforderung und Überforderung oder Aktivität und Ruhe in einen Einklang zu bringen. Ja, also wenn ich im Moment zur Ruhe neige, dann doch wieder mal ein bisschen Schub zu bekommen und Energie zu bekommen. Und wenn ich im Moment eher zum Tatendrang und zur Überforderung neige, zum zu viel wollen, dann sich da ein bisschen zurückzunehmen und so eine Ruhe zu finden. Und wie ich das finde, diesen Pol, diese Stressbalance, das finde ich mit der Atmung. Ja, und das ist, wir kommen ja immer wieder zur Atmung zurück, nicht nur im Yoga, auch in allen anderen Meditationsformen. Und es kommt daher, dass die Atmung eines der wichtigsten Werkzeuge ist, die ich an der Hand habe. Physisch gesteuert wird sie durch Nervus vagus, also das vegetative Nervensystem. Das steuert den Atemfluss, also ist die Atmung schnell oder langsam, flach oder tief, oben oder unten. Wie atme ich? Ja. Dann den Herzschlag und unter anderem die Verdauungsprozesse werden auch durch den vegetativen Nervenstrang verändert und beeinflusst. Und das Einzige, und wenn Nervus vagus, also vegetatives Nervensystem, ja für die Entspannungszustände des Körpers verantwortlich ist, das Einzige dieser Systeme aus Atmung, Herzschlag und Verdauung, das sich bewusst verändern kann, das ist die Atmung. Und deswegen ist die Atmung so ein wichtiges Werkzeug, weil ich kann alle anderen Prozesse meines Körpers damit beeinflussen. Ja, atme ich schneller, höher, energetischer, dann bringe ich mich in Schwung. Ja, wenn ich keinen Antrieb habe, dann tief durchatmen. Kapalabhati ist ein wunderbares Werkzeug im Yoga, also so eine kräftige Stoßatmung. Da spürt man Energie im Körper und Wärme und ja, dann geht's los. Und das andere, wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu viel körperlichen Stress, bin zu fest, zu angespannt, atme zu flach, zu schnell, dann das in die andere Richtung bringen, zu beruhigen, zu vertiefen und sich Momente des Durchatmens schaffen. Ja, und so kann ich mit der Atmung Stress regulieren. Ein etwas konkretere oder ein tieferes Einsteigen in die Atmung führt uns nicht nur zur Frage, wie ist meine Atemqualität und kann ich sie verlängern, sondern welche Impulse gibt mir die Atmung mit? Und da habe ich ja zwei, die Einatmung und die Ausatmung. Und im Yoga sagen wir, das sind völlig unterschiedliche Wirkungen. Ja, die Einatmung wirkt aktivierend. Ich nehme
Sauerstoff auf in den Körper. Den brauche ich zum Verstoffwechseln der Zellen, also Sauerstoff in Form von Energie, das ich dem Körper schenke. Einatmen wirkt energetisch, wirkt aufnehmend, kraftvoll, füllt Raum, geht in die Weite, geht in die Präsenz. Ja, also Einatmen gleich Aktivität. Und im Vergleich dazu die Ausatmung. Ich gebe etwas ab. Das kann eine Spannung sein, ein Gedanke, ein Gefühl, aber eben auch den verbrauchten Sauerstoff in Form von Kohlendioxid. Ja, das Verbrauchte atme ich aus. Und Ausatmen ist ein Prozess des Loslassens, des Abgebens. Und viele verbinden damit auch ein Gefühl des körperlichen oder geistigen Loslassens, ein Loslassen der Anspannung, die ich ausatme. Und genau diese beiden Pole möchte ich mit dir in dieser Yoga-Klasse entdecken. Die Einatmung als etwas, das lebendig macht, das aktiv werden lässt, das mich ja auch frei macht. Und die Ausatmung, in der ich etwas abgebe, etwas loslasse, vielleicht sogar eine Qualität finde von Ruhe, von Erdung, von Ankommen. Und interessanterweise tendieren wir bewusst oder unbewusst in eine dieser beiden Pole sehr, sehr häufig. Ja, die einen von uns atmen gern ein. Ja. Den Brustkorb nach oben frei werden, Luft holen, auftanken, Präsenz finden, Weite finden. Körperlich geht das meist mit einer kleinen Rückbeuge einher, also mit wirklich dem Gefühl zu wachsen, aufzurichten, den Brustkorb präsent werden zu lassen, Energie einatmen. Und die anderen von uns tendieren so zur Bauchatmung. Ja? Das ist die Ausatmung, die ich fokussiere. Mal loslassen, tief ausatmen, Dinge abgeben, beruhigen, bei mir in meiner Mitte ankommen und so dieses Gefühl haben, ich bin jetzt da, ich bin hier, wo ich bin. Ich erde mich nach unten, nicht nach oben wie die Einatmung, sondern nach unten. Ja, ich verwurzel mich, atme aus. Und das spiegelt sich durchaus auch in der Frage wieder, wie ich mit Stress gut umgehen kann, wie ich eine gute Balance finde. Wenn ich zur Einatmung neige, ich atme tief in den Brustkorb ein, dann korreliert das interessanterweise oft mit dem Gefühl, dass mich Bewegung entspannt oder das Tun entspannt. Nicht unbedingt die Aufgabe, die noch auf mich einwirkt, die ich noch erledigen muss, sondern das, was ich inhärent aus mir heraus machen möchte, das, was ich wirklich will, das, was mich in ein Gefühl bringt, da kann ich sein, da kann ich mich verwirklichen. Das kann das Tun sein, ja? Joggen gehen, wandern gehen. Ja, ich komme nach einem stressigen Tag nach Hause und mache ein bisschen was. Vielleicht irgendwie ja, mal die Wohnung putzen und aufräumen oder ja, im Tun mich erfüllen. Und die anderen, die eher die Ausatmung interessanter finden, da geht das meist mit wirklich auch Ruhe einher. Ruhe hilft mir, Stress loszulassen, mich zu entspannen. Ich gehe nach Hause, auf die Couch und finde Ruhe. Und dann ist diese Ruhe auch stimmig. Ja, wenn ich eher jemand bin, der Bewegung braucht zum Runterkommen und ich erzwinge mich zur Ruhe oder ich bin so erschöpft, dass ich nur noch Ruhe habe, weil ich umfalle, dann ist Ruhe nicht erholsam. Dann ist sie einfach schwer und träge und müde, aber sie nährt mich nicht, sie regeneriert mich nicht. Ja, eine Ruhe, die mich nährt, die ist immer auch lebendig. Also da passiert was. Da bin ich ruhig, aber ich bin bei mir und nicht im Koma. Und genau diese Pole möchte ich mit dir heute entdecken. Die Einatmung, die Bewegung bringt und Lebendigkeit und Freiheit bringt. Und die Ausatmung, die Ruhe bringt und Erdung und ein Ankommen. Lass uns das aus der Theorie in der Praxis ergründen. Und ich bitte dich in die Rückenlage mit aufgestellten Füßen. Gut, dann komm zunächst hier an und wir erzeugen immer in dieser Praxis ein Wechselspiel aus Bewegung und Ruhe, Einatmung und Ausatmung und schauen dann, was für dich eigentlich das Stimmige ist. Für jetzt lass die Atmung erstmal frei, nimm dir ein paar Atemzüge, um hier in der Rückenlage anzukommen. Atme tief durch. Und schließ gerne noch einen Moment die Augen
und spür in den Körper. Komm vom Denken und Nachdenken zum Spüren. Spür die Berührung nach unten, an den Füßen, dem Becken, dem oberen Rückenbereich, dem Schultergürtel, dem Hinterkopf. Und dann lass dich mit der Ausatmung etwas mehr, etwas tiefer in diese Berührung hineinfließen, nach unten. Richte die Ausatmung nach unten in den Kontakt zur Erde. Und dann finde die Einatmung in der Vorderseite deines Körpers, die nach oben gerichtet ist. Und stell dir vor, dass die Einatmung dich leicht macht. Und so ein inneres Gefühl von Weite und Freiraum schenkt. Dann beobachte schon mal für dich an dieser Stelle, was dich jetzt mehr abholt. Die Idee, auszuatmen nach unten in den Kontakt zur Erde, Dinge auch mal loszulassen. Oder nach oben einzuatmen. Neues aufzunehmen, neue Frische, neue Fülle, neue Weite, neue Leichtigkeit. Manchmal hat man so eine klare Präferenz hin zur Ausatmung oder hin zur Einatmung. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann beobachte beides. Vielleicht stellt sich das im Verlauf der Stunden erst noch ein. Dann form mit den Händen bitte Chin Mudra. Bring also Daumen und Zeigefinger zu einem Bogen zueinander. Leg die anderen Finger entspannt ab. Und jetzt beginn dein Becken einzurollen, das Schambein Richtung Bauchnabel zu ziehen, den Bauchnabel nach innen zu saugen und den unteren Rücken zur Unterlage anzukuscheln. Und dann löst das auf, entspann die Bauchdecke, kipp dein Becken nach vorn. Roll auf dem Steißbein nach vorn, sodass ein Hohlkreuz im unteren Rücken entsteht. Nochmal, Becken einrollen, Bauchnabel einsaugen, unteren Rücken an die Erde kuscheln und lösen. Bauchdecke entspannen, Becken nach vorn kippen, ein Hohlkreuz entstehen lassen. Nächstes Mal Becken bitte einrollen und dann heb es langsam nach oben. Roll dich Wirbel für Wirbel durch den Rücken nach oben hindurch, bis dein Brustbein sich hebt. Und dann beginn vom Schulterbereich wieder zurückzurollen nach unten. Zieh dein Gesäß Richtung Fersen. Leg dich lang ab und kipp am Ende dein Becken nach vorn aus. Wieder Becken einrollen, unteren Rücken zur Erde. Dann den Rücken Wirbel für Wirbel hochrollen. Nimm jetzt auch die Arme mit nach oben. Mit einem weiten Bogen leg sie hinter dir ab. Und komm wieder zurück, bring die Arme nach vorn. Roll den Rücken nach vorn ab, zieh dein Gesäß Richtung Fersen. Wenn dein Becken ankommt, dann kipp es nach vorn aus. Nächste Runde, Becken einrollen, Rücken nach oben, die Arme weit im Bogen nach hinten. Und jetzt eine kleine Pause. Einen Moment bitte Fäuste machen und dann drück ruhig die Fäuste zusammen und spür die muskuläre Energie. Halte sie und löse auf, öffne die Fäuste in das Chin Mudra. Leg dich nach vorn wieder ab. Wenn das Becken ankommt, dann jetzt die Knie bitte heranziehen, greifen. Und wenn du magst, dann heb den Kopf für die Stirn in Richtung der Knie und komm zurück. Leg den Kopf ab, stell die Füße auf. Neue Runde. Becken nach oben, Rücken heben, Arme in einem weiten Bogen nach hinten. Wenn du ankommst, Becken ist oben, Arme hinten, mach eine Pause mit Fäusten. Drücken, drücken, drücken und öffnen zu Chin Mudra. Leg dich nach vorn zurück, langsam abrollen. Am Ende die Knie greifen, heranziehen zum Brustkorb, vielleicht den Kopf heben, die Stirn Richtung Knie und wieder zurück. Das machen wir weiter.
Nimm die Atmung dazu. In Ruhe einatmen. Heb dein Becken hoch, führ die Arme nach hinten. Eine Pause in der Fülle. Mach Fäuste. Spür die Energie, die Kraft. Und ausatmen. Fäuste öffnen, leg dich nach vorn ab. In der Atemleere die Knie greifen. Kurze Pause, Kopf heben und zurückkehren. Noch eine Runde sage ich an. Einatmen in Ruhe. Tief ein, Arme nach hinten, Becken nach oben. Atemfülle, eine Pause. Die Kraft spüren, halten und ausatmen, öffnen. Komm nach vorn, leg dich ab. In der Ausatemleere ein Päckchen. Die Knie umarmen, Kopf heben und zurück. Und mach das bitte weiter. Und dann lass keinen Stress entstehen. Wenn du merkst, dass die Atmung nicht hinterherkommt, dann gestalte es so, dass es stimmig wird. Verbinde Atmen mit Bewegen auf harmonische Weise miteinander. Ja, wenn du merkst, du bist immer schneller, um das baldmöglichst geschafft zu haben, diese Übungssequenz, dann nimm dir wieder Zeit. Es geht nicht um das Tempo. Nicht immer ist schneller besser. Wenn du merkst, du bist immer langsamer oder hast gar nicht mehr den Antrieb, irgendwas zu tun, liegen ist ja auch bequem, dann gib dir ein bisschen mehr Schwung. Komm wieder ins Tun. Ja, noch ein paar Runden. Beobachte jetzt die Atmung. Was ist im Moment für dich passend? Ist es die Einatmung auf den Weg hin zur Fülle und dann mal in dieser Atemfülle, dieses Innehalten, diese Kraft, wenn die Hände zur Faust kommen und diese Atempause? Oder ist es eher der Weg der Ausatmung, der interessanter ist, hin zur Leere und diesem Einrollen, diesem Verbinden mit dir selbst? Was holt dich jetzt besser ab? Einatmen und Atemfülle halten oder ausatmen und Atemleere halten? Wenn du diese Runde beendest, dann spür bitte nach. Ja, beobachte wieder die Atmung. Wie fließt sie jetzt? Ist das der gleiche Ort wie vorhin? Ist das der gleiche Fluss oder hat sich was verändert? Wir legen den Fokus jetzt auf die verschiedenen Atemräume des Körpers, Bauchatmung im Wesentlichen und Brustkorbatmung. Beginne mit der Bauchatmung. Ich bitte dich dafür, das Becken wieder einzurollen, den Bauchnabel einzusaugen und den unteren Rücken zur Erde zu bringen. Atme auf diesem Weg aus. Und dann atme ein, entspann die Bauchdecke, kipp dein Becken nach vorn vor ein Hohlkreuz. Ausatmen, Becken einrollen, Bauchnabel einsaugen, unteren Rücken an die Unterlage. Einatmen, Bauchdecke entspannen, Becken nach vorn kippen. Mach das bitte weiter. Fokussiere dich auf die Ausatmung.
Nach 2 Runden bitte. Wenn du beendest, dann mit einem Mittelweg, nicht ganz den unteren Rücken am Boden, aber auch nicht das Becken weit nach vorn ausgekippt. Eher ein neutraler Mittelweg. Und dann spür nach, leg eine Hand bitte an den Bauchnabel, eine Hand an das Brustbein. Und lass die Atmung in die untere Hand, in die Hand am Bauchraum fließen. Atme in die Berührung der unteren Hand am Bauch. Dann leg die Hände wieder zur Seite ab. Wir gehen in die Brustkorbatmung, nutzen dafür eine Rückbeuge. Das ist die Schulterbrücke. Roll bitte dein Becken dazu ein, heb den Rücken nach oben, heb dich Wirbel für Wirbel hoch, heb dein Brustbein. Wenn du hier angekommen bist, 2 Möglichkeiten für die Arme. Du kannst sie anwinkeln, die Fingerspitzen zeigen zur Decke, oder du legst die Arme lang ab und verschränkst eventuell die Finger miteinander. Wähle deine Variante und dann ziehe die Schultern unter dem Rücken aufeinander zu. Roll die Schultern unter den Rücken, zieh die Schulterblätter zusammen. Komm hier an, drück die Füße nach unten, heb dein Becken, heb dein Brustkorb hoch. Das dehnt die Vorderseite des Körpers sehr deutlich auf. Atme in den Brustkorb, atme besonders Richtung Schlüsselbeine. Das ist die obere Atmung in die oberen Lungenspitzen. Atme dein Brustbein hoch. Nimm noch 2 tiefe Atemzüge in den Brustkorb und zum Brustbein und den Schlüsselbeinen. Dann komm wieder zurück, bring die Arme an die Ränder nach außen, zieh die Schultern breit nach außen, roll dich von dort Wirbel für Wirbel zurück, bis dein Becken ankommt. Eine Hand an den Bauchraum, um den Bauchnabel herum, eine Hand Richtung Brustbein. Beobachte, wohin die Atmung jetzt fließt. Und dann schick sie bewusst in die Berührung der oberen Hand, da wo die obere Hand aufliegt, am Brustbein oder Brustkorb. Atme dahin. Und diese Atmung vertieft die Einatmung. Einatmung braucht Kraft, um die Rippen aufzufächern. Und die Ausatmung geschieht von selbst. Der Brustkorb sinkt mit der Schwerkraft zurück. Dann bringen die Arme wieder an die Seite zurück und nimm einfach dieses Gespür für die beiden Atemmöglichkeiten mit. Bauchbereich, die Ausatmung ist stärker, ist intensiver, der Bauchnabel zieht ausatmend nach innen, die Bauchdecke entspannt sich im Einatmen. Im Brustbereich ist es anders, die obere Atmung füllt aktiv im Einatmen den Brustkorb, der sich weitet, und die Ausatmung ist passiv, der Brustkorb sinkt zurück. Und dann greif ein Knie, zieh es zu dir ran, streck das andere Bein nach oben aus, hol damit Schwung und schwing dich hoch und komm zum Vierfüßlerbett. Ja, wir gehen den Weg weiter durch die Yoga-Praxis, weiter in ein Verhältnis aus Bewegung und Ruhe, Einatmung und Ausatmung. Komm zunächst zum Vierfüßlerbett.
Stell den rechten Fuß auf und schieb den Fuß nach hinten. Streck dein rechtes Bein. Erde die rechte Hand, fächer die Finger auf, streck den linken Arm nach vorn. Einatmen, heb dein rechtes Bein an, streck dich lang, ausatmen, bring das Knie zum Brustkorb, runde dich ein, führ die Hand oder Ellenbogen zum Knie. Einatmen, streck dich diagonal auseinander, ausatmen, roll dich zusammen. Finde auch hier ein gutes Maß. Wenn du merkst, du wirst schneller, weil es nicht so deine Lieblingsübung ist oder weil du es schnell rumbringen möchtest, dann nimm dir ein bisschen mehr Zeit. Atme tiefer und länger. Und wenn du merkst, ja, wenn ich mir Zeit nehme, ist es auch irgendwann vorbei, dann mache das ein bisschen aktiver. Ja, mit dem Einatmen nach vorn fließen, strecken, den Brustkorb heben, ausatmen Richtung Bauchnabel, zieh den hoch nach oben. Noch zwei Runden. Mit der nächsten Einatmung komm zurück in den Vierfüßler. Wechsel die Seite, linken Fuß aufstellen, schieb ihn zurück, das Bein wird lang, fächer die linke Hand auf, erde sie, atme ein, streck den rechten Arm und das linke Bein lang, atme aus, roll dich ein, Knie und Ellenbogen oder Hand zueinander rücken rund. Einatmen, in die Länge strecken, ausatmen, nach innen zentrieren. Auch hier, wenn du merkst, du wirst immer schneller, immer aktiver, nimm dich ein bisschen zurück, finde ein gutes Maß. Wenn du immer langsamer wirst und dich freust, dass es bald vorbei ist, weil du nicht so viele Wiederholungen machst, dann gib dir ein bisschen mehr Schub. Mach das insgesamt so, dass es dich nicht unterfordert, aber auch nicht überfordert. Noch zwei Runden. Und wenn du einatmest, dann komm zurück in den Vierfüßler und zum Kind. Senk dein Gesäß Richtung Fersen, leg dich ab auf die Oberschenkel, lass die Stirn Richtung Erde gleiten. Fächer die Finger, spreiz sie weit auseinander. Und komm auf die Fingerkuppen, bitte. Schieb dann dein Gesäß nach hinten Richtung Fersen. Verankere es dort und lauf mit der rechten Hand ganz weit nach vorn. Streck die rechte Flanke ganz groß, ganz lang. Und dann folge mit der linken Hand. Krabbel auch nach vorn. Dehn die linke Seite von der Hüfte bis in die Fingerspitzen. Dehn dich gleich lang auf. Atme. Dann leg die Hände flach zurück und spür, ob es einen Unterschied gibt in der Aktivität. Sowohl was den Körper und die Muskulatur angeht, als auch die Atmung. Gut, dann vertief die Atmung. Mit der Einatmung komm hoch in den Katzenbuckel, fließ zum Pferderücken. Mit der Ausatmung zurück in das Kind. Einatmung, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmung, der Weg zum Kind.
Noch eine neue Runde nach dieser. Einatmen, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Dann bleib dort, atme durch. Schieb dein Gesäß Richtung Fersen, krabbel mit den Fingern nach vorn. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, komm mit den ersten nach unten schauenden Hund. Einatmen, gleich wieder zurück in den Katzenbuckel, Knie sanft senken, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, wieder zurück, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind, nochmal. Einatmen, hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Und dann bleib hier einen Moment. Wir konterkarieren Bewegung mit Ruhe. Spreiz die Finger, drück sie nach unten in den Boden. Auch die Fingergruppen, Fingergrundgelenke, Außen- und Innenkanten der Hände. Die Handgelenke auch ein bisschen. Schieb sie nach unten und dann zieh dein Becken hoch. Verlänger die Flanken. Beug die Knie. Komm näher an die Oberschenkel. Schieb nochmal extra dein Becken nach hinten hoch. Streck den Rücken lang. Dann senk die Fersen langsam tiefer. Atme tief. Einatmen, die Knie senken, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, zum abwärts schauenden Hund. Mal Finger auffächern, Becken hochschieben, Seiten verlängern, Knie beugen. Schieb die Hüfte richtig hoch, dann senk die rechte Ferse tief. Spür die Beinrückseite, die sich dehnt. Wechsel zur linken Seite, schieb die linke Ferse tief, die rechte hoch. Linke Beinrückseite dehnt. Wechsel dich ab, rechts und links. Und wenn du das jetzt sehr schnell machst, dann wieder ein bisschen langsamer. Wenn es zu langsam ist, dann ruhig ein bisschen dynamischer. Finde ein Wohlfühlbewegen. Gut, dann heb beide Fersen hoch. Streck die Beine, schieb dein Becken richtig hoch, die Sitzbeine ganz hoch. Lass dich gestreckt oben und dann senk die Fersen tiefer, ohne die Beine zu beugen. Atme, spür die Länge, spür die Dehnung. Und schau nach vorn Richtung Hände und wander mit den Füßen nach vorn. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge, die Knie leicht gebeugt, Brustkorb zieht nach vorn. Ausatmen, die ganze Vorbeuge fließt nach unten, lass die Knie gebeugt. Einatmen, komm über die Hocke hoch, streck die Arme weit nach oben aus. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, tauch ein mit den Händen, über vorn aufsteigen, Arme nach oben, ausatmen, in die Vorbeuge nach unten eintauchen. Knie leicht gebeugt, Oberkörper entspannen. Einatmen, die halbe Vorbeuge, Brustkorb weit nach vorn ziehen, ausatmen, die ganze Vorbeuge, entspann dich nach unten. Rechtes Bein, einatmen, weit nach hinten setzen, Blick nach vorn bringen. Ausatmen, linkes Bein nach hinten, der Blick Richtung Oberschenkel. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken, der Blick nach vorn. Ausatmen, das Kind. Einatmen, nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Schieb dein Becken hoch, senk die Fersen. Einatmen, komm in den hohen Liegestütz nach vorn. Ausatmen, leg dich ab, die Knie, das Brustbein. Das Becken einatmen, Becken einrollen, Schultern zurückrollen, heb dich nach vorn hoch in den aufwärts schauenden Hund oder Cobra. Ausatmen, komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, rechten Fuß nach vorn treten, vielleicht rechte Hand kurz heben, Blick nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge, Rücken lang machen. Ausatmen, die ganze Vorbeuge nach unten entspannen. Einatmen, über die Hocke aufsteigen, streck dich hoch. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Hände zu Knie, über vorn auftauchen. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten eintauchen. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmen, linker Fuß weit nach hinten. Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten. Der Blick Richtung Oberschenkel nach hinten. Einatmen, Katzenbuckel.
Pferderücken, ausatmen das Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, Bauchlage, Knie, Brustbein, Becken senken, einatmen, Schultern zurückrollen, Kobra, der aufwärtsschauende Hund, ausatmen, der abwärtsschauende Hund. Einatmen, linker Fuß nach vorn, vielleicht linke Hand kurz heben, kann der Fuß besser vor, Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn in die Vorbeuge. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmen, über die Hocke auftauchen, streck dich hoch. Ausatmen, bring die Hände vor dir zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn wieder auftauchen, vielleicht eine kleine Rückbeuge, wenn du magst. Ausatmen, entspann dich in die Vorbeuge. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken, Beine ein bisschen mehr strecken. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmen, rechter Fuß weit nach hinten, Becken tiefer, Blick nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach hinten, Beine strecken, Blick nach hinten. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen die Bauchlage, Knie, Brustbein, Becken senken. Einatmen, Cobra oder aufwärtsschauender Hund, zieh dich nach vorn hoch, ausatmen, schieb dich zurück. Nach hinten hoch, der abwärtsschauende Hund. Einatmen, setz den rechten Fuß nach vorn. Ausatmen, folgt mit dem linken Fuß in die Vorbeuge. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken, Beine ein bisschen zurückschieben, Brustkorb nach vorn ziehen. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge nach unten gleiten. Einatmen, über die Hocke aufsteigen, drück den Boden weg und streck dich hoch in die Welt. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn nach oben, eine kleine Rückbeuge, wenn du magst. Ausatmen, die Vorbeuge zur Erde entspannen. Einatmen, in die halbe Vorbeuge. Brustbein zieht nach vorn, Oberschenkel, Innenseiten schieben zurück. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, lass dich weich nach unten gleiten. Einatmen, linker Fuß weit zurück. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten zum nach unten schauenden Hund. Einatmen, Katzenbuckel. Der Pferderücken, der Blick nach vorn. Ausatmen, fließt zum Kind, zur Erde. Einatmen, komm dort hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärtsschauende Hund, schiebt dein Becken hoch, drückt die Hände nach unten, senkt die Fersen. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, Bauchlage, Knie, Brustbein, Becken senken. Einatmen, Cobra, der aufwärtsschauende Hund, nach vorn hochziehen. Ausatmen, nach hinten hochschieben zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen, linker Fuß nach vorn, Blick nach vorn, Becken tief. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Zieh den Brustkorb weg vom Becken. Ausatmen, gleite nach unten. Einatmen, komm über die Hocke nach oben hoch. Streck dich nach oben, drück den Boden nach unten. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn hochkommen. Ausatmen, in die Vorbeuge eintauchen. Die Oberschenkel auch hier ein bisschen zurückschieben nach hinten. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Füße nach unten drücken, Sitzbeine hochziehen, Brustkorb nach vorn strecken. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, Sitzbeine immer noch hochziehen. Einatmen, rechter Fuß weit nach hinten. Becken tief, Blick nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach hinten, der Hund. Becken schiebt nach hinten hoch, Blick geht zurück. Einatmen, Katzenbuckel. Pferderücken, Blick nach vorn, Brustbein hebt. Ausatmen, das Kind. Schiebt dein Becken zurück. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen, schwing dich nach oben zum abwärtsschauenden Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, der tiefe Liegestütz, du kannst dich gern auch ablegen. Einatmen, Cobra oder aufwärtsschauender Hund. Ausatmen, der abwärtsschauende Hund. Einatmen, tritt rechts nach vorn und bleib hier. Komm mit dem rechten Fuß vielleicht eine kleine Fußbreite nach außen. Linke Hand unter die Schulter aufstützen.
schieb die linke Ferse zurück und zieh die Innenseite des linken Oberschenkels hoch. Becken sinkt nach unten. Einatmen, rechten Arm über vorn nach oben, dreh dich nach rechts auf. Ausatmen, den Arm über hinten zurück nach unten. Mach das weiter. Einatmen, nach vorn hoch. Aus, nach hinten runter. Im Fluss weitermachen. Lass dich von der Atmung führen. Also werd dir bewusst, wie du atmest. Wenn das jetzt dazu führt, dass du immer schneller kreist und die Atmung immer hektischer wird, dann schenke dir Ruhe, sodass du Zeit hast für die Bewegung. Wenn du gar nicht so richtig Lust darauf hast und lieber dich hinlegen möchtest, dann schenk dir ein bisschen mehr inneren Schwung, innere Kraft. Nach einer Runde einatmen, nach vorn hoch beim nächsten Mal. Ausatmen, nach hinten runter. Die Hände erden. Einatmen, Brustbein heben, Blick nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach vorn, die Vorbeuge. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Streck dich nach vorn, schieb die Oberschenkel zurück. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Gleite nach unten. Einatmen, über die Hocke auftauchen. Boden wegdrücken. Wachs nach oben in die Welt. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, eintauchen, über vorn auftauchen, eine kleine Rückbeuge. Ausatmen, entspann dich in die Vorbeuge nach unten. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken, lang werden, ausatmen, in die ganze Vorbeuge nach unten gleiten. Einatmen, linker Fuß weit zurück, Becken tief, Blick nach vorn, ausatmen, rechter Fuß nach hinten zum Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, komm hoch. Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage, je nachdem. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, zurück in den abwärts schauenden Hund. Und einatmen, tritt links bitte nach vorn. Und auch hier den Fuß ein bisschen nach außen versetzen, maximal eine Fußbreite. Rechte Hand unter rechte Schulter, flach mit Faust oder auf Fingerspitzen, wie du magst. Mit dem Einatmen den linken Arm nach vorn hoch, dreh dich nach links auf. Ausatmen, den Arm über hinten zurück nach unten. Mach das in deinem Atemfluss weiter. Schieb die rechte Ferse zurück, heb die Innenseite des rechten Oberschenkels hoch. Und dann beobachte mal für dich, ist die Einatmung schön, dieses Strecken nach oben, oder ist die Ausatmung schön, das Zurückkehren nach unten? Oder beides? Was ist jetzt intensiver oder länger? Noch eine Runde. Wenn die Hand ankommt, dann atme ein, bring den Blick nach vorn, atme aus, tritt nach vorn in die Vorbeuge. Einatmend, komm in die halbe Vorbeuge, streck dich nach vorn. Ausatmen, entspann dich weich und weit nach unten. Einatmend, komm in die Hocke, streck die Arme hoch, drück den Boden weg, wachs nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn nach oben kommen. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten gleiten. Einatmen, nach vorn strecken. Ausatmen, in die Vorbeuge entspannen. Einatmen, rechts weit nach hinten. Ausatmen, links nach hinten, der Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, komm hoch in den Hund. Wir bleiben hier. Finde also eine für dich gute, wohlige Position. Räkel dich da ruhig nochmal hinein mit kleinen Bewegungen. Entdeck von innen nach außen eine Haltung des abwärts schauenden,
oder nach unten schauenden Hundes. Eine Haltung, die für dich jetzt passt. Die nächsten Sequenzen, die wir machen, sind mit etwas mehr Ruhe. Wir gehen also von der Dynamik und diejenigen, die Bewegungen mögen, hin zu ruhigeren Sequenzen, hin zu denjenigen, die ein bisschen mehr Ruhe jetzt einfach als Schulen empfinden. Und Ruhe ist nicht immer müde oder schwer, das merkst du hier im abwärts schauenden Hund. Ruhe braucht auch mal Aktivität oder Anspruch oder auch Energie. Finde das in der Atmung. Atme ruhiger, aber auch ein bisschen aktiver, lebendiger. Einatmen, Komfort in den hohen Liegestütz. Auch hier einen Moment bleiben, tief durchatmen. Zieh die Bauchmitte in die Spannung, den Bauchnabel nach innen, schließ den Beckenboden und dann streck dich von dort. Schieb die Fersen zurück und den Scheitel nach vorn. Drück die Hände nach unten, heb dich zwischen den Schulterblättern hoch. Drück den Boden weg, wachs hoch, atme ein, atme aus, Bauchlage oder tiefer Liegestütz. Einatmend Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Und einatmen, Tritt rechts nach vorn. Gut, wir machen jetzt eine Sequenz einer Heldenreihe. Lassen uns dafür auch Zeit. Dreh zunächst bitte das hintere Bein auswärts, sodass die Ferse sich nach innen setzt. Schau einfach, dass das hintere Bein gut gestreckt ist und du die Außenkante des hinteren Fußes gut zum Boden bringen kannst. Und dann dreh den hinteren Fuß ein bisschen einwärts, also Zehen nicht rechtwinklig weg, sondern ein bisschen zu dir nach vorn zeigend. Der Blick zum rechten Knie, lehn das nach außen gegen den Arm an. Und jetzt bring den linken Arm mit einem großen Bogen nach vorn hoch und nach hinten an die Hüfte. Dreh dich nach links, zieh die linke Schulter zurück. Und jetzt schützt den rechten Unterarm auf dem rechten Knie auf. Das ist eine Vorbereitung für Parshvakon Asana, die seitliche Winkelstellung. Um die jetzt zu vervollständigen, schauen wir nochmal zu den Füßen. Hinteres Bein tritt ein bisschen einwärts, Fuß zeigt schräg nach vorn, aber Außenferse ist noch gut geerdet. Hinteres Bein aktiv gestreckt, Oberschenkel Innenseite schiebt zurück. Rechter Fuß. Zehen entspannt, nicht krallend. Rechtes Knie zeigt mit den rechten Zehen nach vorn und nicht nach innen. Also Fuß gut erden. Rechtes Knie angenehm beugen, so wie es für dich in den Leisten hier passt. Jetzt bring den linken Arm in eine gedachte Linie, eine Verlängerung der linken Seite über den Kopf. Nutz die Ausatmung, zieh die Bauchdecke leicht nach innen, schließ den Beckenboden. Nutz die Einatmung, beginn von dort dich zu strecken in den Flanken. Linke Flanke, bis in die linken Fingerspitzen, aber auch ein bisschen die rechte Flanke. Dann beobachte, was für dich jetzt stimmiger ist. Die Ausatmung mit dem Zentrieren in die Mitte, vielleicht auch nach unten, die Kraft in den Boden finden. Oder die Einatmung, um von der Kraft in die Länge zu wachsen, Freiraum zu finden. Probier gerne nochmal beides. Einatmen, strecken, strecken, strecken und wachsen und Länge schaffen. Und ausatmen, erden, nach unten drücken, in den Boden und die Mitte aktivieren. Mit dem nächsten Einatmen komm langsam hoch. Breite die Arme zur Seite aus. Kurz mal den Blick zu den Füßen, hinteres Bein einwärts drehen und strecken, vorderes Knie beugen, in die Verlängerung der Zehen das Knie beugen. Jetzt bring die Hände an die Hüfte bitte und schieb dein Becken weit nach hinten, einfach nach hinten wegschieben. Roll es dort ein, dein Becken. Das heißt, dein Steißbein schiebt zurück, nach hinten runter. Schambein zieht nach vorn hoch Richtung Bauchdecke. Bauchnabel zieht leicht nach innen. Lass das so.
Und nimm dein Becken wieder zurück nach vorn und richte dich auf. Ja, Becken und Körpermitte sind aktiv. Von hier drückst du nach unten in den Boden. Alles vom Becken aufwärts wird lang und leicht. Ja, die Flanken lang, Schultern leicht ablegen. Nacken entspannen, Gesicht entspannen. Und dann die Arme ausbreiten. Gern zu Chin Mudra, die Finger formen. Bring den Blick über den rechten Arm in die Ferne. Und vom Tun ein bisschen abzuschalten, ist es hilfreich, auch dem Blick so einen klaren Fokus zu geben. Also such dir einen Punkt aus, weit weg, den du anschaust. Atme. Beobachte, was jetzt für dich stimmig ist. Nach unten ausatmen in die Erde, Halt finden, Kraft finden, ankommen. Oder nach oben einatmen, wachsen, weit werden, leicht werden. Lass die linke Hand nach unten sinken auf dein Bein. Dreh die rechte, den rechten Arm auswärts, Handfläche zeigt hoch, streck den rechten Arm nach oben und jetzt verlängere ihn, zieh dich richtig hoch. Schaff ganz viel Abstand zwischen rechter Hüfte und rechten Fingerspitzen, rechte Flanke ganz lang. Nochmal erinnern, Körpermitte anspannen, Bauchnabel leicht integrieren nach innen, Beckenboden sanft schließen und dann mit dem nächsten Ausatmen neig dich nach links, bitte. Einatmen, streck die rechte Flanke. Wachs hier lang. Ausatmen, zentrieren und nach unten erden. Der Blick gerne nach vorn oder vor dem Arm hoch Richtung Himmel. Beobachte auch hier die Atmung. Was braucht es jetzt? Braucht es mehr die Ausatmung, nach unten erden, Kraft finden, Halt finden und ankommen? Oder nach oben in die Länge einatmen, die rechte Seite noch mehr entfalten, noch mehr wachsen, Freiraum finden. Manchmal habe ich eine klare Präferenz. Wenn ja, dann genieß sie, nimm sie an. Wenn nicht, dann probier beides und schau mal, was für dich jetzt stimmt. Eins von beiden, vielleicht ist es auch beides heute. Mit dem nächsten Einatmen wieder aufrichten, ausatmen, die Hände zurück an die Hüfte. Gut, jetzt stützt den rechten Ellenbogen bitte wieder am Knie oder Oberschenkelansatz ab. Komm über das Bein nach vorne mit der rechten Flanke, nochmal einatmen, Flanken strecken, linken Arm über dem Kopf ausstrecken, ausatmen, hier ankommen und atmen. Letztes Mal tief einatmen, zieh dich ganz, ganz lang und ausatmen, komm zur Erde, bring die Hände zurück, einen Schritt zurück in den Hund. Tief durchatmen. Einatmen, das Becken hochziehen, ausatmen, Hände und Füße erden. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage. Einatmen, Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, rechter Fuß nochmal nach vorn. Diesmal folgt dem Ausatmen der linke Fuß, die Vorbeuge, eine ganz weiche Vorbeuge, sodass der Unterrücken sich wohlfühlt. Einatmen, die halbe Vorbeuge, zieh dich nach vorn. Ausatmen, entspann dich wieder in die ganze Vorbeuge. Einatmen, komm über die Hocke hoch, drück den Boden weg, streck dich nach oben. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie etwas beugen, über vorn auftauchen, nach oben. Ausatmen, in die Vorbeuge verneigen. Einatmen, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, die ganze Vorbeuge. Der linke Fuß, einatmen, nach hinten. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten zum Hund.
Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, das Kind. Einatmen, komm hoch, über Katzenbuckel und Pferderücken, ausatmen zum abwärtsschauenden Hund und dann verweil. Entdeck wieder in dieser kleinen innehaltenden Pause deine Form, deine Wohlfühlhaltung des abwärtsschauenden Hundes. Wenn du ein paar technische Details magst, dann beobachte die Hände, spreiz die Finger, drück die Fingergrundgelenke nach unten, Innen- und Außenkanten der Hände erden, drücke die Oberarme auswärts, sodass die Ellenbogen nach außen zeigen, die Ellenborgen sich anlächeln können, streck die Arme, drück die Hände nach unten in die Matte, verlängere die Flanken, zieh die Sitzbeine hoch und senke die Fersen. Entspann den Nackenbereich, der Blick in der Tendenz mehr nach hinten, Richtung Oberschenkel oder manchmal sogar Richtung Bauchnabel. Und wenn den Blick nach vorn Richtung Hände einatmet, man hoher Liegestütz. Bleib hier, atme aus, zieh den Bauchnabel hoch. Einatmen, streck dich von dort lang, ausatmen, Bauchlage oder tiefer Liegestütz. Einatmen, Kobra oder aufwärtsschauender Hund. Ausatmen, der abwärtsschauende Hund. Einatmen, tritt links nach vorn. Ausatmen, dreh das rechte Bein auswärts, sodass die Ferse sich senkt. Bleib so, mach kurz den Seitwechsel, damit du mich siehst. So, linker Fuß, die Zehen bitte entspannt ablegen, nicht krallen. Linkes Knie an den linken Oberarm anlehnen. Rechtes Bein ein bisschen einwärts drehen, sodass die Zehen des Fußes, des rechten Fußes, schräg zu dir nach vorn zeigen und nicht ganz rechtwinklig weg. Einatmen, rechter Arm über einen Bogen nach oben. Ausatmen, die Hand nach hinten an die Hüfte. So, jetzt die Körpermitte aktivieren, Bauchnabel nach innen führen. Stell dir vor, das wird alles sicher und stabil durch diese muskuläre Aktivität. Schließ dazu den Beckenboden und stützt den linken Ellenbogen oder Unterarm an den Oberschenkelansatz auf. Dreh dich nach rechts auf, lehn die rechte Schulter zurück. Nochmal erinnernd, rechtes Bein gestreckt, Oberschenkelinnenseite schiebt nach hinten, kleine Einwärtsdrehung, linkes Knie angenehm geborgt ist, wie es für die Leisten passt. Achte darauf, dass das linke Knie in Richtung der Zehen zeigt und nicht nach innen. Oberkörper dreht nach rechts, Bauchnabel integriert sich, Beckenboden schließt sich. Und jetzt streck den rechten Arm bitte über die Verlängerung der rechten Flanke von dir weg. Atme. Und dann fokussiere dich wieder auf die Atemqualität. Einatmung und Ausatmung. Was unterstützt dich hier besonders gut? Es ist die Ausatmung mit dem Gefühl, Mitte zu finden und von der Mitte zu erden. Mit Kraft und Ruhe anzukommen. Oder es ist die Einatmung, um aus dieser inneren Kraft zu wachsen, dich zu strecken, Freiraum zu finden und Leichtigkeit. Manchmal ist die Präferenz sehr deutlich. Wenn nicht, dann probier beides. Vielleicht wird dann ein was stimmiger oder du genießt einfach beide Qualitäten. Mal tief durchatmen und mit dem nächsten Einatmen komm hoch, breite die Arme aus. Ausatmen, senkt die Hände an die Hüfte. Wir gehen aus Parshva Konasana, der seitlichen Winkelstellung, der wir eben waren, hin zu Virabhadrasana 2, dem zweiten Held. Schrittstellung, Beinjustierung bleibt gleich, rechtes Bein gestreckt, leicht einwärts gedreht, linkes Knie deutlich gebeugt, die Zehen der Füße entspannt, die Fußflächen geerdet. Fußflächen meint die Fersen, Außenkanten und Großzehenballen. Drück dort nach unten, dann fokussiere die Mitte, zieh den Bauchnabel leicht nach innen und richte dein Becken auf. Steißbein schiebt runter, Schambein zieht leicht hoch. Damit das besser geht,
So als kleiner Vergleich bitte ich dich noch einmal, das Becken nach hinten wegzuschieben. Da kannst du es viel leichter einrollen, Bauchnabel einsaugen, Schambein den Bauchnabel annähern, Steißbein hinten wegschieben nach unten und jetzt nimm das eingerollte Becken zurück nach vorn. Lass es so, wie es ist. Ein langer unterer Rücken, eine stabile Körpermitte. Von dort nochmal Energie und Kraft nach unten in den Boden bringen. Sei gut verwurzelt, gut verankert. Stabil, wie ein Held. Und von dort nach oben, entfalte dich, lass die Flanken lang werden, räkel sie hoch, leg die Schultern weich ab und breite die Arme aus. Leg den Kopf entspannt auf dem Halswirbelbereich auf, also entspannter, durchlässiger Nacken, ein entspanntes Gesicht. Und dann wende den Blick nach links, schiebe den linken Arm in die Ferne und such dir so ein bisschen vom Stress loszukommen und dich zu verankern, auch mit dem Blick an einen Anker, an einen Fixpunkt. Das schafft viel mehr Klarheit und Ruhe im Geist. Atme. Nach unten ausatmen, wenn du Kraft, Halt, Sicherheit magst und ankommen. Nach oben einatmen für die Leichtigkeit, die Weite, die Freiheit. Senk die rechte Hand auf dein Bein, dreh den linken Arm nach außen, streck den linken Arm hoch und streck die linke Seite ganz lang von der Hüfte bis hoch in die Fingerspitzen. Verlehne ich die Mitte des Körpers, ziehe den Bauchnabel ein, schließe den Beckenboden. Atme ein, streck dich lang. Atme aus, beug dich nach rechts. Rechte Hand stützt dich gut auf, damit du einen guten Modus hast, den Rumpf nicht zu überlasten, auch den unteren Rücken nicht zu überlasten, sondern dich zu fordern, ohne zu überfordern. Pass entsprechend also auch diese Seitbeuge bitte an. Nach unten ausatmen. Ankommen, Halt finden, Stabilität und Ruhe. Nach oben einatmen, wird lebendig, leicht, frei. Finde auch hier die passende Atmung für dich und den passenden Fluss. Wenn du magst, dann schau vor dem Arm nach oben in die Welt. Aber verliere nicht den Boden unter dir. Nochmal tief einatmen, strecken, ausatmen, komm hoch, richte dich auf, einatmen, Arme strecken, ausatmen, Hände an die Hüfte, einatmen, zieh dich nach links weg, linke Flanke lang, ausatmen, linke Unterarm oder Ellenbogen aufstützen und einatmen, rechten Arm über dir ausstrecken, ausatmen, nach unten erden, Körpermitte anspannen, einatmen, strecken, noch ein bisschen verweilen, nochmal durchatmen. Einatmen, wachs lang in der rechten Seite, ausatmen, komm zur Erde, bring die Hände nach unten, komm zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann lauf auf der Stelle, beweg dich und reckel dich und atme tief durch. Und dann komm an, finde eine Form. Einatmen, zieh die Flanken lang, den Rücken lang, die Beine lang. Zieh dein Becken hoch, ausatmen, erde die Fersen, erde die Hände. Einatmen, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz oder Bauchlage. Einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Einatmen, tritt links nach vorn. Ausatmen, folge rechts in die weiche Vorbeuge, die Knie leicht gebeugt. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmen, komm in die Hocke. Bleib hier und heb die Arme hoch. Atme.
Verlage das Gewicht so, dass du nicht nur hinten auf den Fersen und nicht nur vorn auf den Zehenballen stehst, sondern hinten und vorn gleichmäßig, genauso wie rechts und links gleichmäßig. Drück die Füße nach unten, spann die Beinmuskeln an, zieh sie hoch Richtung Becken. Zieh die Beine insgesamt aufeinander zu. Verlängere die Flanken, räkel dich hoch, werd leicht hier oben, leicht und frei und nach unten stark und stabil. Nochmal tief atmen, einatmen, komm hoch, streck dich lang. Ausatmen, bring die Hände zum Herz, die Arme zur Seite und schließ die Augen. Und dann spür bitte nach. Dein Körpergefühl. Sicherlich war da körperlicher Stress, ja, da pumpt das Herz, es pulsiert, die Atmung ist schnell, vielleicht auch flach. Wenn ja, dann vertief sie, verfeinere sie, atme durch. Schick die Ausatmung nach unten. Verwurzel dich. Drück die Knochen nach unten, der Füße in die Erde. Ausatmend drücken die Knochen der Füße in die Erde. Einatmen beginnst du nach oben zu wachsen, lang zu werden, leicht und frei. Dann öffne wieder die Augen. Wir nehmen uns jetzt noch einen Moment Zeit für Vrikshasana, den Baum, und versuchen dort auch die beiden Qualitäten der Atmung zu integrieren und zu schauen, ob denn eins von beiden, einatmen oder ausatmen, eine Stütze sein kann für diese Balancehaltung. Zunächst bitte so positionieren, dass die Füße hüftgelenkbreit sind, also Beine parallel verlaufen. Und dann heb die Zehen nach oben, spreiz sie auf. Spreiz auch die Finger, das hilft manchmal dafür. Einatmen, Zehen auffächern. Ausatmen, leg die aufgefächerten Zehen zur Erde. Nochmal einatmen, Zehen heben, Finger spreizen, Füße drücken nach unten. Ausatmen, entspann die Zehen zur Erde. Gut. Verlager Gewicht auf ein Bein und drück den Fuß in die Erde. Und winkel dein anderes Knie bitte an. Dreh das Bein auswärts, sodass das Knie nach außen weg zeigt. Und setzt erstmal die Ferse am Innenknöchel des Standfußes auf. Wenn jetzt einfach so und die Balance gehen, dann wird das sicherlich herausfordernd. Dann sucht man das und probiert sich eher aus. Und wenn wir bedacht und bewusst uns Zeit nehmen und in Ruhe hier hinkommen, dann wird das Ergebnis vielleicht insgesamt auch ein bisschen stabiler oder sicherer oder verbesserter. Also wir nehmen uns Zeit. Standbein ist gestreckt, die Zehen des Standfußes nicht krallend, sondern weich abgelegt. Und jetzt stell dir vor, du drückst mit jeder Ausatmung den Fuß in die Erde nach unten. Immer ein bisschen mehr drücken im Ausatmen. Und damit gibt es auch Halt. Der Fuß steht nicht einfach nur so, der ist mit dem Boden verwurzelt. Ausatmen, wachsen Wurzeln um dich herum. Und mit der Einatmung beginnst du die Beinmuskulatur des Standbeins ganz sanft hochzuziehen Richtung Hüftgelenk und Becken. Ja, so eine muskuläre Aktivität im Einatmen. Die Muskeln ziehen hoch in den Rumpf. Und mit dem Ausatmen bleibst du so, aber drückst die Knochen des Fußes nach unten in die Erde. Jetzt zieh dein Spielbein höher. Vielleicht an die Innenseite des Unterschenkels oder des Oberschenkels oder den Fuß vor den Oberschenkel des Standbeins.
Also, ausatmen, den Fuß nach unten drücken und verwurzeln. Einatmen, die Muskulatur des Standbeins sanft nach oben Richtung Becken ziehen. Und im Einatmen noch weiter nach oben wachsen. Ja, werd leicht, verlängere die Flanken, streb mit dem Scheitel hoch. Und ausatmen, denk wieder nach unten in den Boden. Zieh den Bauchnabel etwas nach innen, schließ den Beckenboden. Und dann bring die Arme entweder zur Seite, das ist die sicherste Variante, oder vor dein Herz, oder in die Welt nach oben. Atme dich in die Haltung. Einatmen, alles nach oben orientieren, die Muskulatur nach oben, die Länge nach oben, die Leichtigkeit, die Freiheit nach oben. Und ausatmen, alles nach unten orientieren, zur Erde, die Knochen, die Kraft, die Ruhe. Und dann schau, was dir im Moment besonders gut tut, die Einatmung oder die Ausatmung. Nochmal tief durchatmen. Und dann löse genauso bedacht wieder auf. Bring beide Füße zur Erde, spür nach. Auch in die Seiten des Körpers, den Wechsel zwischen rechts und links. Und dann komm wieder an, verlager Gewicht auf den zweiten Standfuß, zweite Seite, Fuß verwurzeln, das Spielbein leicht anwinkeln, sodass die Ferse den Boden verlässt, dreh das Bein auswärts, Knie zeigt nach seitlich weg, dann zieh die Ferse an den Innenknöchel des Standfußes. Jetzt nicht einfach so nach oben kommen in die Balance, sondern Schritt für Schritt. Und mit viel Gespür den Fuß verwurzeln. Spür, wie du den Boden berührst, wie er dir Halt gibt und Sicherheit und Vertrauen. Und verbinde das mit der Ausatmung. Und dann die Einatmung, so diese Aktivität, das braucht ein bisschen auch Körperspannung, Muskulatur. Zieh die im Standfuß, im Standbein hoch Richtung Becken. Und lass es so, das ist nicht zu fest, sondern ein sanfter Tonus. Also wenn du merkst, der Stress oder die Anspannung, um ja das Gleichgewicht zu halten, führt dazu, dass alles fest wird, dann entspann das wieder ein bisschen. Ja, nicht zu angespannt, nicht zu fest, aber auch nicht völlig unterspannt. Finde eine gute Mitte. Einatmen, nach oben ziehen, ausatmen, die Knochen nach unten drücken. Und wenn du soweit bist, dann zieh das Spielbein höher, den Fuß an die Innenseite des Standbeins oder an die Vorderseite des Oberschenkels. Nach unten drücken und ausatmen, Sicherheit finden, Halt und Ruhe. Nach oben einatmen, die nötige Kraft und Energie und den Antrieb nach oben finden, um zu wachsen. Die Arme ausbreiten oder vor das Herz oder nach oben in die Welt strecken. Und atmen. Mal die Selbstkontrolle. Wenn alles zu angespannt ist, dann entspann dort, wo du keine Spannung im Moment brauchst. Gesicht, Stirn, Gedanken, Nacken, Schultern, Hände, Finger. Und spann dort an, wo du Kraft brauchst, wo sie dir eine Stütze ist. Im Bauchbereich, Bauchnabel leicht nach innen, Beckenboden von unten schließen.
Einatmen nach oben, ausatmen nach unten. Finde wieder deinen Tonus, deine Qualität. Dann atme nochmal tief durch und löst dann bedacht wieder auf, Schritt für Schritt. Bring beide Füße zur Erde und schließ dann die Augen. Spür nach die Seiten links und rechts, unten und oben und die Atmung zwischendrin. Öffne wieder die Augen, stell die Füße etwas breiter als Hüftgelenk breit. Dreh die Beine etwas auswärts, die Zehen zeigen schräg nach außen weg. Wenn möglich, dann bitte in die Hocke, ruhig auch eine tiefe Hocke, wenn das möglich ist. Wenn nicht, dann such dir bitte ein Polster unter dein Becken oder komm gleich zum Sitzen. Wir kommen jetzt eh gleich zum Sitzen. Schau einfach, was deine Möglichkeiten jetzt sind, ohne dich zu überfordern. Wenn es hier passt, dann bring die Ellenbogen an die Innenseite der Knie und bring die Hände vor dem Herz zueinander und atme. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, also ein bisschen Energie wieder nach unten zu bringen, über Becken und Füße in die Erde, den unteren Rücken zu entspannen. Dann wechsel zum Sitzen. Lass die Füße aufgestellt vor dir. Streck dein rechtes Bein nach vorn aus. Bring die rechte Hand um das linke Bein herum. Für den Drehsitz veranker dein Becken. Richte dich auf und dann dreh dich langsam nach links. Linke Hand stützt sich hinter dir auf. Nutz die Ausatmung nach unten. Erde dein Becken, werd weich in der Drehung und die Einatmung nach oben, um dich aufzurichten und zu wachsen. Finde auch für die Gedanken wieder einen Fokus, wenn du jetzt sofort wieder an was anderes denkst, weil das jetzt nicht so herausfordernd ist wie das Gleichgewicht, dann komm wieder zu dir zurück, immer wieder zurück in den Moment. Und da ist einfach die Atmung dein Anker, auch dafür ist sie ein Werkzeug. Beobachte, wie du atmest, bleib bei dir. Gut, und dann löst langsam wieder auf. Wechsel zur anderen Seite, rechten Fuß aufstellen, linke Hand um das rechte Bein rum, rechte Hand nach hinten aufstützen, einatmen und ausatmend aufdrehen. Einatmend wachsen, ausatmend in die Drehung entspannen und Becken erden. Atmung beobachten. Bleib bei dir. Und komm wieder zurück zum langen Sitz. Schieb beide Fersen von dir weg. Zieh gern die Gesäßmuskulatur ein Stück nach hinten. Veranker dein Becken nach unten. Richte dich nach oben auf mit langen Flanken.
Schieb die Fersen weg, drück die Kniekehlen nach unten. Dann roll den Kopf ein, senke dein Kinn Richtung Brustbein, roll den Rücken ein, roll dich über einen gedachten großen Luftball auf den Oberschenkel nach vorn und bring die Hände nach vorn. Da, wo sie gut ankommen, das können die Knie oder Kniekehlen sein, Schienbeine, Fußgelenke, die Füße oder Zehen, wie du magst. Lass den Rücken sanft gerundet. Finde aber auch hier eine Mitte, also nicht ganz eingerollt, nicht ganz komprimiert, aber eben auch nicht ganz langgestreckt. Ja, finde eine gute Mitte, ein runder Rücken, der sanft die gesamte Rückseite dehnt. Und atme. Vielleicht ist die Einatmung die Möglichkeit, den Rücken ein bisschen zu verlängern nach vorn und die Ausatmung, um zu entspannen. Dann richte dich langsam wieder auf und finde bitte einen bequemen Sitz. Und wir bleiben die nächsten 5 Minuten im Sitzen. Es darf bequem werden, gern mit einem Sitzkissen als Unterlage, mit einer Decke, mit all den Hilfsmitteln, die den Sitz bequem machen. Und wenn du einen Sitz gefunden hast, der für dich wohlig ist, dann schließ die Augen. Leg deine rechte Hand in die linke. Versucht in dieser Yogastunde 2 Pole in den Mittelpunkt zu bringen. Das eine war der Pol Bewegung versus Ruhe. Das andere der Pol Einatmen versus Ausatmen. Beides können wir in den Sitz anbauen. In den klassischen Yogatexten gibt es eine Stelle, die beschreibt, wie ein yogischer Sitz gut sein sollte. Und das heißt im Original, im Sanskrit, diese Textstelle, Sthiram Sukham Asanam. Asanam, die Haltung, Asana. Sthira meint ursprünglich fest oder bewegungslos. Und in der Moderne ist es abgeschwächt worden zu stabil oder gut verankert oder ruhig. Und Sukha meint mit Leichtigkeit oder mit Freiheit. Sthira, Sukha, stabil, fest oder ruhig. Sukha, leicht, lebendig und frei. Also der Sitz im Yoga sollte, je nach Auslegung der Textstelle, bewegungslos und frei sein oder stabil und lebendig. Finde diese beiden Pole. Und das ist auch eine Art Training für die Stressbalance. Ja, Stress sorgt oft dafür, dass wir immer in Bewegung sind, immer im Tun sind. Und jetzt finden wir die Möglichkeit, davon uns zu lösen, auch körperliche Ruhe zu erfahren nach der Bewegung und dem Bewegungsstress und der Kraft dieser Stunde. Der Körper wird ruhig. Und das wirkt auf den Geist. Der Geist darf die Möglichkeit finden, anzukommen. Manchmal wird der dann unruhig, es gibt ja nicht viel zu tun gerade, also kann man planen, was heute noch ansteht und die nächste Woche sowieso. Wenn du das merkst und beobachtest, dann führ den Geist wieder zu dir zurück. Ja, das braucht ein bisschen Fokus und Kontrolle und Übung. Und dann entsteht das von selbst.
dann hat sich der Geist daran gewöhnt, weiß, wie es ist, ruhig zu werden. Denn wir haben verlernt, mit Ruhe umzugehen. Nichts zu tun ist in unserer Gesellschaft nicht so anerkannt, wie zu sagen, ich habe keine Zeit. Das ist viel, auch sozial viel anerkannter, als zu sagen, klar, ich habe Zeit, ich habe nichts zu tun. Ja, wir haben verlernt, mit Ruhe umzugehen. Ruhe ist immer etwas Langweiliges, etwas, bei dem nichts passiert, etwas, das man gar nicht so richtig will. Und doch ist es wichtig, gerade weil die Zeit so schnelllebig ist. Lass uns also Ruhe entdecken. Entdecke, wie Körper und Geist zur Ruhe finden. Indem du beobachtest. Ruhe bedeutet nicht, sich zu ermüden oder zu ermatten oder immer schwerer zu werden. Wenn man wirklich Ruhe genießen möchte und sich der Langeweile und dem Nichtstun hingeben möchte, wenn man das kultivieren möchte, diese Muße, dann bedeutet Ruhe etwas Lebendiges, etwas Klares. Finde eine innere Ruhe und Wachheit und Klarheit. Und dann probiere diese Pole in die Atmung zu transformieren. Eine Atmung, die sich beruhigt, die Zeit genießen darf, dann wird sie tiefer, fließt feiner, fließt freier. Es ist eben keine Atmung, die immer unruhiger wird, weil ihr nichts zu tun ist und das Stress erzeugt. Wenn du das merkst, wenn die Atmung sich schneller und flacher anfühlt, dann bring sie bewusst zurück in diese feine, tiefe Qualität. Und wenn du auf der anderen Seite merkst, dass sie immer ruhiger wird und immer dösiger, dann weck sie ein bisschen auf. Der gute yogische Sitz ist einerseits stabil und ruhig, stira, andererseits lebendig und frei, sukha. Eins von beiden, eine dieser Qualitäten, entweder lebendig und frei oder ruhig und stabil, holt dich jetzt besonders ab. Und das findest du mit der Atmung. Wenn du im Moment merkst, dass die Ausatmung mehr Zeit bekommt, mehr Fokus, dass sie viel präsenter ist als die Einatmung, dann führt es dich in diese Ruhe und Stabilität.
die gleichzeitig wach ist und klar. Und wenn du das Gefühl hast, eher einatmen zu wollen, dann führt es dich in die Qualität von Lebendigkeit und Leichtigkeit. Und gleichzeitig ist das ruhig. Eine innere Ruhe, die lebendig ist. Und eine innere Lebendigkeit, die ruhig ist. Zwei sehr unterschiedliche Pole, die doch beide ein sehr schönes Geschenk sind, mit Stress umzugehen. Beobachte, wohin du jetzt tendierst. Ausatmen in die Ruhe und Stabilität oder eher einatmend in die Leichtigkeit und Freiheit. Nicht überlegen, nicht nachdenken, nur spüren. Spüren und beobachten. Was nährt dich jetzt? Was gibt dir Energie? Ich bitte dich dann, die Atmung wieder in ihrer Gesamtheit zu genießen. Sie zu vertiefen. Schenk dir Momente, um durchzuatmen. Dann bring die Hände vor dem Raum deines Herzens zueinander. Und atme beim nächsten Mal tiefer aus.
Atme ein, öffne die Arme zur Seite, einen Bogen ganz weit hoch über den Kopf, bring die Hände zueinander. Atme aus, bring die geschlossenen Hände vor die Stirn, den Mund und das Herz. Nochmal einatmend, Arme über die Seite weit nach oben öffnen. Ausatmend, die Hände vor dir zurück zum Herzen führen. Wenn du magst, dann schenk dir eine Verbeugung. Ein Dankeschön für dich selbst, für die Erfahrung, die du machst und mitnehmen kannst aus dieser Stunde heraus. Und dann bitte ich dich, die Augen langsam wieder zu öffnen. Die Atmung ist ein ganz wesentliches Werkzeug, um mit Stress und Herausforderungen der Welt umgehen zu können. Die erste Idee ist erstmal, sie wahrzunehmen. Wie atme ich im Stress und wenn ich keinen Stress habe? Und sie dann zu verändern, ja, wenn sie sehr flach ist und sehr schnell ist und eben zu vertiefen und zu verfeinern. Oder wenn ich unterfordert bin, die Atmung sehr ruhig ist, sehr ermüdend und ermattend ist, dann ein bisschen aufzuwecken hin zu mehr Frische und Leichtigkeit. Und der nächste Schritt, um ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen, ist die Frage der Atemqualitäten. Die Einatmung und die Ausatmung. Die Einatmung wird im Yoga immer als das aktive Element angesehen. Energie schafft sie, sie erzeugt Tatendrang, Wachstum, Lebendigkeit, das Entfalten nach außen. Und es ist für diejenigen gut, die die Einatmung kultivieren, die sowieso nach oben atmen in den Brustkorb, die das Gefühl haben, sie kommen mit Bewegung an und bauen im Tun Stress ab, wenn das Tun aus einem selbst kommt, ja, wenn es so aus einer Intuition entsteht, aus einem Wunsch, aus einem Gefühl, aus Freude oder Neugier und etwas, das aus mir kommt und nicht von außen aufoktroyiert wird, ja, dann ist das Tun für viele sehr entspannt. Und das sind besonders die, die gerne einatmen und diese Freiheit und Fülle im Einatmen genießen. Und die anderen, für die ist, um Stress abzubauen und eine gute Balance, einen Ausgleich zum Stress zu finden, die Ausatmung sehr schön. Also diejenigen, die gerne ausatmen, in den Bauch, die Ausatmung verlängern und das Gefühl haben, im Ankommen und Erden Dinge loslassen zu können. Diejenigen brauchen Ruhe. Nicht Ruhe, die einfach mich umhaut in das Koma, wenn der Abend vorbei ist und so ein ganz matter, schwerer, ruhiger Moment entsteht, sondern die Ruhe, die wirklich klar ist und erfrischt und mir etwas zurückschenkt, die mich nährt. Ja, das sind zwei ganz unterschiedliche Pole. Und meine Idee oder mein Wunsch für dich ist es, aus dieser Stunde heraus deinen Pol zu entdecken. Den einen oder den anderen. Manchmal ist das sehr deutlich. Da hat man so eine Intuition. Das tut mir gut, das brauche ich jetzt. Wenn es mich stresst, dann finde das. Lebendigkeit oder Ruhe. Manchmal ist es noch nicht ganz so eindeutig. Dann spiel mit beiden und schau einfach, was sich im Laufe der Zeit entwickelt. Aber bleib dran. Die Atmung ist ein wunderbares Werkzeug, das dich trägt. Und ich wünsche dir viel Freude, viel Genuss beim Entdecken und freue mich auf die nächste gemeinsame Stunde. Bis dahin, alles Gute. Namaste.